Was ist eigentlich Krebs? Manch einer denkt vielleicht an eine nette Urlaubsbekanntschaft, andere fühlen sich eher an kulinarische Höhepunkte erinnert und es soll auch Leute geben, die beim Wort Krebs als erstes an sowas denken. Was aber ist Krebs genau im medizinischen Sinne? Und könnte eine von Nobelpreisträgern entwickelte Methode helfen, ihn in Zukunft zu besiegen? Die Antwort gibt's in diesem Video. Moment, lasst mich mal kurz in meinem Medizinlehrbuch nachsehen. Bei Menschen und Tieren bezeichnet Krebs Malignetumoren, die im Unterschied zu Benignentumoren undifferenziertes dysplastisches Wachstum zeigen, was auf den Verlust der Proliferationskontrolle zurückzuführen ist. Okay Leute, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann seid ihr nicht alleine. Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen anders zu erklären. Ähnlich wie ein Baum im Herbst seine Blätter abwirft, verliert auch unser Körper ständig alte, tote Zellen. Und zwar in einer Menge, die jedes Jahr ungefähr unserem Körpergewicht entspricht. Diese Zellen müssen natürlich ersetzt werden und das geschieht durch Zellteilung. Jede Sekunde teilen sich unglaubliche 30 Millionen Zellen in unserem Körper. Und wie im echten Leben üblich, klappt dabei nicht immer alles reibungslos. Mal läuft die Kopie der Erbinformation nicht richtig ab, ein andermal wird eine wichtige Zellorganelle vergessen und in ganz seltenen Fällen kann es währenddessen zu einer sogenannten Mutation kommen, also quasi eine veränderte Stelle in unseren Genen. Und meistens hat das keine Auswirkung, aber manchmal kommt es zu Veränderungen, die dazu führen können, dass die Zelle außer Kontrolle gerät. Sie will dann nicht mehr auf Regeln hören, missachtet wichtige Wachstumssignale und folgt von nun an ihrem eigenen Weg, indem sie sich unkontrolliert schnell teilt. Im Prinzip entsteht so Krebs. Aber wie können wir den Krebs bekämpfen? Vor nicht allzu langer Zeit gab es gerade mal 3 Therapiesäulen, die unsere Waffen im Kampf gegen den Krebs darstellten. Die chirurgische Entfernung von wuchernden Geschwüren existiert bereits seit Tausenden von Jahren. Schon in der Steinzeit verwendeten Neandertaler selbstgebastelte Werkzeuge aus Steinen und Pflanzenfasern, um notleidenden Verwandten damit auf die Pelle zu rücken. 1896 verhalf Wilhelm Conrad Röntgen der Strahlentherapie zu weltweitem Erfolg. Und dann gibt's natürlich noch die moderne Chemotherapie, die ursprünglich so um 1975 aus chemischen Kriegswaffen entwickelt wurde. Und obwohl diese 3 Techniken echte Wunder bewirken, funktionieren sie etwa in der Hälfte aller krebskranken Patienten nicht. In Deutschland sterben jedes Jahr alleine 223.000 Menschen an Krebs, der nicht geheilt werden konnte. Der Kampf gegen den Krebs, das muss man zu unserer Verteidigung sagen, war nie fair. Wir schmeißen einfachste Medikamente auf kreative, mutierende Versionen unserer eigenen Zellen. Und das auch noch in der Erwartung, die Bösen abzutöten, aber die Gesunden zu verschonen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, als ob ein Hamster gegen Muhammad Ali ankämpfen wollte. Vor einigen Jahren entwickelten deswegen 2 Forscher eine neue 4. Säule der Krebstherapie, die sogenannte Krebsimmuntherapie. James P. Allison aus Texas und Tazuko Honyo aus Kyoto bekamen dafür den aktuellen Medizin-Nobelpreis. Aber was haben sie genau gemacht, dass wir hier von einer Revolution in der Krebsmedizin sprechen? Und führt sie dazu, dass wir den Krebs tatsächlich besiegen können? Im Grunde kann unser Immunsystem Krebszellen auch selber bekämpfen. Unser Körper tut das jeden Tag. Hier sehen wir entartete Krebszellen in Rot, die Notrufsignale an unsere Körperabwehr senden. Weiße Blutkörperchen, hier in grün dargestellt, eilen dann zum Ort des Geschehens und überprüfen die defekten Zellen. Sie können deren Oberfläche regelrecht abtasten, was man hier im Video sehr schön sehen kann. Bemerken Sie, dass die Zellen nicht mehr auf normale Wachstumssignale reagieren und außer Kontrolle geraten sind, werden sie kurzerhand zerstört. Sicher ist sicher. Aber wenn unser Körper das kann, warum bekommen wir dann trotzdem Krebs? Um das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Lange Zeit blieb das ein großes ungelöstes Rätsel. Vor gut 50 Jahren war unser Immunsystem noch kaum verstanden. Man wusste zwar, dass es existiert,
aber nicht, wie es funktioniert. In den 80er Jahren machte sich deswegen der Texaner James Allison auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Er wollte den einen Faktor finden, der das Immunsystem daran hindert, Krebszellen zu erkennen und anzugreifen. Niemand konnte allerdings sagen, ob es einen solchen Faktor tatsächlich gibt. James Allison hat sich einfach auf gut Glück in sein Labor gestellt, Experimente gemacht und ist durch Zufall auf das Puzzleteil gestoßen, das unser Verständnis des Immunsystems revolutioniert hat. Das angeborene Immunsystem gehört, wie der Name schon sagt, seit der Geburt zu unserer Grundausstattung. Es ist eine der ältesten Körperfunktionen überhaupt und unveränderbar in unserer DNA eingeschrieben. Und nicht nur bei uns, schon einfache Regenwürmer oder Schwämme arbeiten damit. Die angeborene Immunantwort alleine ist schon wirksam genug, um den Großteil der Infektionen mit Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten, denen wir täglich begegnen, zuverlässig abzuwehren. Das spezifische Immunsystem dagegen erwerben wir erst im Laufe unseres Lebens. Mit diesem können Eindringlinge viel gezielter bekämpft werden. Hauptsächlich besteht es aus weißen Blutkörperchen, die in unterschiedlichsten Formen für Ordnung in unserem Körper sorgen. Besonders interessant fand James Allison die sogenannten T-Zellen. Die kennt man erst seit wenigen Jahren. Man könnte ihre Aufgabe als Polizeikommando des Körpers beschreiben, denn sie können kranke Zellen erkennen, die entweder von Erregern wie zum Beispiel Viren befallen sind oder außer Kontrolle geraten sind, also Krebszellen. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, wie machen die das eigentlich? Der Forscher Allison fand heraus, dass sie einen einzigartigen Rezeptor aus Proteinen an ihrer Oberfläche besitzen, den T-Zell-Rezeptor, mit dem sie die Zellen wissenschaftlich nicht ganz korrekt ausgedrückt abtasten. Das hat man übrigens vorher im Video auch sehr schön gesehen. Sie führen sozusagen einen Bodycheck durch bei Zellen, die ihnen komisch vorkommen. Und statt nach Pistole oder Messer Ausschau zu halten, suchen sie nach einem charakteristischen Fingerabdruck, der sich aus der chemischen Anordnung von oberflächlich aus den Zellen herausragenden Eiweißen ergibt, dem Antigen. Haben Sie den passenden gefunden, klickt der Rezeptor wie ein Schlüssel ins Schloss und die außer Kontrolle geratene Zelle ist ertappt. Es gibt viele verschiedene Arten von T-Zellen. Besonders interessant sind die T-Killer-Zellen. Denn die können, wie der Name schon sagt, andere Zellen abtöten. Sie können mittels chemischen Signalen die Anweisung zum Selbstmord geben. Das heißt, die defekte Körperzelle bringt sich, nachdem die T-Killer-Zelle sie erkannt hat, selber um. Diesen Prozess nennt man übrigens den programmierten Zelltod. James Allison wusste schon früh, wer diesen Mechanismus versteht, kontrolliert die Tötungsmaschinerie unseres Immunsystems. Das könnte unglaubliche neue Wege für die Therapie von Krankheiten eröffnen, auch für die Behandlung von Krebs. Die große Preisfrage aber war, wie beginnt die Abwehrreaktion? Der Schlüssel zum Schloss war zwar mit dem T-Zell-Rezeptor gefunden, nicht aber das Startsignal. Die Forscher fanden es recht bald in einem kleinen Molekül auf der Oberfläche von T-Zellen und gaben ihm den Namen CD28. Dockt die T-Zelle also mit ihrem Rezeptor an eine defekte Körperzelle an und wird gleichzeitig über das CD28 stimuliert, fährt das Abwehrsystem hoch. Doch die Immunantwort wäre nicht eines der größten Rätsel überhaupt, wenn die ganze Sache nicht einen Haken hätte. Denn sobald die Forscher ihre Theorie aus dem Reagenzglas im Labor an Mäusen überprüfen wollten, blieb die erwartete Immunreaktion aus. So, als ob jemand bewusst auf die Bremse drückt, während man losfahren will. Und tatsächlich hat unser Immunsystem eine Art eingebaute Bremse. Die hat sogar einen Namen, nämlich CTLA4 für zytotoxisches T-Lymphozyten-assoziiertes Protein Nummer 4. Diese Bremse ist ein Protein auf der Oberfläche von T-Zellen. Es ist Teil eines weit gesponnenen Sicherheitsnetzes, um zu verhindern, dass unser Immunsystem während einer Abwehrreaktion überschnappt und nicht nur die kranken, sondern auch die gesunden Zellen angreift. Wie ein Maulkorb vor dem Mund stoppen sie die T-Killer-Zellen bei ihrer Mission. Diese Bremse erscheint zunächst mal sehr sinnvoll. Aber viele Tumorzellen haben erkannt, dass sie den Bremsmechanismus des Immunsystems, der eigentlich zum Selbstschutz gedacht ist, für sich nutzen können. Ist er aktiviert, ziehen sie sich quasi eine Art Tarnmantel über
um dem Immunsystem vorzuspielen, sie wären wie eine gesunde, normale Körperzelle, die es nicht anzugreifen braucht. Unser Immunsystem wird also dazu verleitet, Krebszellen als ungefährlich einzustufen, wenn sie ihm auf die Bremse steigen. Und das war eine weltbewegende Erkenntnis. Denn die Forscher haben sich überlegt, gäbe es eine Möglichkeit, die Bremse vom Immunsystem wieder zu lösen und damit quasi den hinterhältig grinsenden Tumorzellen ihren Tarnumhang wieder zu entreißen, dann könnten sich doch die T-Killer-Zellen mit voller Power auf die außer Kontrolle geratenen Krebszellen stürzen. Zum Glück war es für den erfahrenen Forscher Allison relativ einfach, ein Protein herzustellen, das genau das konnte. Er entwickelte den Antikörper Anti-CTLA-4, der das Oberflächenmolekül blockiert und damit den Fuß von der Bremse nimmt. Somit haben die T-Killer-Zellen freie Bahn, um die Tumorzellen zu vernichten. Die Pharmaindustrie brachte 2011 das erste Medikament auf den Markt, das aus dieser Idee entwickelt wurde. Ipilimumab wird bei Menschen mit schwarzem Hautkrebs angewendet und schlug ein wie eine Bombe. Selbst metastasierter schwarzer Hautkrebs, der durch seine Tumorabsiedelung überall im Körper vorher einem schnellen Todesurteil glich, konnte mit einem Mal behandelt werden. Patienten, denen vorher noch maximal 2 bis 3 Monate gegeben wurde, lebten auf einmal mehrere Jahre und andere wurden sogar geheilt. Natürlich hat der Erfolg seinen Preis. Viele Patienten kämpfen mit schlimmen Nebenwirkungen, da das von der Leine gelassene Immunsystem nicht nur den Tumor selbst, sondern auch gesunde Körperzellen attackieren kann. Besonders Haut, Darm, Leber oder Lunge sind davon betroffen. Trotzdem nehmen viele Krebspatienten diese Nebenwirkungen für ein längeres Überleben in Kauf. Soweit so gut. Aber eine Sache habe ich euch verschwiegen. Unser Körper ist nämlich ein kleiner Sicherheitsfanatiker. Er hat nicht nur eine Bremse des Immunsystems. Das heißt, CTLA-4 ist nicht der einzige Kontrollpunkt oder wie man im Englischen sagt auch Checkpoint unseres weit verzweigten immunitären Sicherheitsnetzes. Tazuko Honjo von der Universität Kyoto entdeckte 1992 einen weiteren ähnlich aufgebauten Checkpoint namens PD-1. Auch der sitzt auf der Oberfläche von T-Zellen und auch diesen kann man mit speziell gegen ihn gerichteten Antikörpern, den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, blockieren. Wenn man den Ansatz der beiden Forscher kombiniert, also die Antikörper gegen PD-1 mit denen gegen CTLA-4, haben sie sogar noch größeren Erfolg. Das Anwendungsspektrum ist momentan noch relativ schmal. Bestimmte Arten von Haut- und Lungentumoren kann man inzwischen standardmäßig bei geeigneten Patienten mit der Krebsimmuntherapie behandeln. Das Spannende ist aber, dass dieser Ansatz noch sehr viel mehr Potenzial für die Zukunft hat. Man erprobt beispielsweise auch schon die Behandlung von Blasen, Nieren, Hals, Prostata, Mund- oder Nasentumoren. Außerdem sitzen viele Forscher fleißig daran, noch weitere Kontrollpunkte zu identifizieren, um noch mehr Krebsarten behandeln zu können. Und jetzt weiß man ja auch, nach was man ungefähr Ausschau halten muss. Können wir also den Krebs in Zukunft tatsächlich besiegen? Naja, momentan sieht es leider noch nicht danach aus. Wir haben noch keine ultimative Waffe gefunden, die jeden Tumor vollständig heilt. Und auch die Krebsimmuntherapie schlägt nicht bei jedem Patienten an. Aber in Zukunft könnte es möglich sein, dass wir einige Krebsarten sehr viel besser behandeln können, vielleicht sogar einige auslöschen können oder zumindest in ein behandelbares, nicht tödliches Stadium zwingen. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass die Methode in Zukunft vielen anderen Krebspatienten helfen wird. Hat euch mein Video gefallen? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt. Und wenn ihr in Zukunft noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal.